Als Tote befinden sich die Protagonisten im Seinsmodus von Gegenständen, im An-sich-Sein. Die Personen sind festgelegt auf das, was sie zu Lebzeiten getan haben und auf das Resultat ihrer Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Zudem befinden sie sich noch ansatzweise im Modus des Für-sich-Seins. Ihren dramatischen Charakter erhält die Seinsweise des Für-sichs jedoch durch die Existenz anderer Menschen, anderer Für-sichs. Wenn sich also mehrere Für-sichs begegnen, können sie sich aufgrund ihrer Seinsweise nur negieren.